Globair verkauft Zeit. Also unser Produkt und unsere Dienstleistung, unsere Premium-Dienstleistung ist, dass wir unseren Kunden mehr Zeit verschaffen, dass sie mehr Zeit für Business, für private Angelegenheiten verwenden können. Bernhard Fragner ist Geschäftsführer von Globair mit dem Firmensitz in Linz-Hörsching. 130 Mitarbeiter sorgen dafür, dass man rasch und unkompliziert mit dem Privatjet von A nach B kommt und das europaweit. Wir haben eine Flotte von 21 Privatjets, sind ein rein österreichisches Bedarfsluftfahrtunternehmen, ich würde sogar sagen die größte österreichische Airline im reinen österreichischen Besitz. Die Eigentümer ist der Herr Huema und ich und wir verkaufen quasi Zeit. Vom Geschäftsmann bis zum Profisportler, vom Politiker bis zum Privatier. Menschen, die viel Wert auf Zeiteffizienz legen, nutzen das Angebot von Globair. Also wir haben ein einheitliches Flugzeugmodell, unsere Citation Mustang, hat 6 Sitzplätze, 2 Piloten und 4 Passagierplätze. Sehr modernes Flugzeug, was die Emissionen betrifft, sowohl CO2-Emissionen wie auch Lärmemissionen, eines der modernsten Flugzeuge zu seinem Markt. Ich bin ein großer Verfechter von diesem ein Flottentyp-Modell. Jeder Pilot kann jedes Flugzeug fliegen, jeder Flugzeugmechaniker bei uns kann an jedem Flugzeug die Wartungen vornehmen. Also ein einheitliches Flottenkonzept bringt viele, viele Vorteile. 2008 ist das Unternehmen mitten in der Wirtschaftskrise gestartet. Damals waren es 3 Flugzeuge von diesem Typ, mittlerweile sind es mehr als 20. Wir haben Ende 2021 das Flugzeug Nummer 21 eingeflottet, so nennt man das. Das heißt, Flugzeug Nummer 21 steht uns zur Verfügung und mit diesem rüsten wir uns auf einen starken Sommer 2022. Die Vorteile der Reise in einem Privatjet liegen auf der Hand. So ist man nicht auf Abflugzeiten angewiesen. Direktflüge sind praktisch in fast ganz Europa möglich. Zum Beispiel von Wien nach München. Unser Kunde bestimmt, wann er de facto wegfliegen möchte, von Wien nach München. Und dann ist ja so, dass er das auch kurzfristig ändern kann. Er sagt, okay, jetzt geht es doch nicht aus, ich muss eine Stunde später, dann sagen wir, kein Problem, also wir fliegen eine Stunde später. Und zwar mit durchaus flotter Reisegeschwindigkeit. Die maximale Flughöhe und die Reisegeschwindigkeit, sprich 10.000 Höhenmeter, mit einer doch schnittigen Geschwindigkeit von Richtung 800 Stundenkilometer. Kaum gelandet, geht der Service weiter. Das Auto oder das Taxi wartet schon direkt am Flugfeld, also der steigt wirklich von unserem Flugzeug aus, steigt die Treppe runter und sitzt im Auto und ist dann weg. Also alleine diese Transferzeiten sind da massiv und extrem verkürzt. Und wenn man sich das Beispiel jetzt anschaut, Wien-München, traue ich mir mit Sicherheit zu behaupten, wenn wir von einem Termin in der Innenstadt ausgehen, ist die Zeitersparnis alleine auf einer Strecke auf jeden Fall, würde ich sagen, eine Stunde. So spart man hin und retour locker 2 Stunden. Bleibt noch die Frage nach den Kosten. Etwa für mich und meinen Kameramann, wenn wir zum IOC in die Schweiz fliegen müssten. Ja, gehen wir mal voraus, dass Sie von Linz wegfliegen, dass Sie einen Tag bleiben und wieder retour kommen. Lausanne hat direkt einen Flugplatz, ja, ist auch toll. Also Sie haben nicht weit, Sie müssen entweder durch Zürich oder Genf fliegen. Lausanne ist großartig. Und wenn Sie am selben Tag wieder zurück, hin und zurück, würde ich sagen, mit 6.500 Euro in etwa, mit allen Gebühren, können Sie Ihre Zeit optimieren und dann am Abend wieder angenehm bei Ihrer Familie sein. Ob Sie das jetzt viel oder wenig finden, kommt wohl auf die Perspektive an. Unglücklich ist man bei LT1 aber nicht, dass ich keinen Termin beim IOC habe.